Leichtathletik auf Top-Niveau haben die Fans diese Woche wieder beim Lise Prokop Memorial in St. Pölten zu sehen bekommen. Neben den heimischen Stars wie Ivona Dadic und Beate Schrott hat auch die internationale Elite für zahlreiche Höhepunkte gesorgt. Beim Lise Prokop Memorial sind heuer alle Augen auf Beate Schrott gerichtet. Wegen einiger Wehwehchen hat sie die Hallensaison auslassen müssen. In St. Pölten feiert sie ihr Saisondebüt. Und das durchaus erfolgreich. Den Vorlauf über die 100 Meter Hürden läuft Schrott hier auf Bahn 3 in respektablen 13:33. Ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe bei der Diamond League in Doha vor 2 Wochen nicht mein bestes Rennen gezeigt. Ich musste einige Dinge korrigieren. Hier hat es wieder super funktioniert und darauf bin ich stolz. Ich habe im Vorfeld von dem Wettkampf Probleme, also Schmerzen in der Wade gehabt, Probleme mit der Wade und war mir gar nicht sicher, ob ich rennen kann. Und überraschenderweise hat es dann funktioniert. Ich habe rennen können, noch dazu sehr gut. Und ich habe es dann aber nach dem Vorlauf die Wade mehr gespürt und das war jetzt quasi einfach aus Sicherheit, dass ich das Finale nicht mehr weitergerannt bin. Ivona Dadic geht bei ihrem Heimmeeting im Weitsprung an den Start. Es ist die erste echte Formüberprüfung auf dem Weg zur WM in Doha. Ganz nach Wunsch läuft es nicht. 5,94 Meter sind das höchste der Gefühle. Das Ganze vor den Augen von Dwight Phillips, der Weitsprung-Olympiasieger von 2004, ist neu im Trainerteam. Der Zweite ist wirklich voll cool und lässig drauf. Also er ist echt ein cooler Trainer. Ich bin wirklich froh, ihn in meinem Team zu haben. Selber ein Weltklasse-Athlet gewesen. Ja, wenn es mir er nicht lernen kann, dann weiß ich es auch nicht. Ich genieße es, der Trainer einer solchen Top-Athletin zu sein. Sie ist extrem zielstrebig, hat eine großartige Einstellung und den Willen, die Beste zu sein. Ich denke, sie hat Riesenpotenzial und ich freue mich. From now to Doha and onwards to Tokyo next year. Einen starken Auftritt legt auch Markus Fuchs in St. Pölten hin. Österreichs bester Sprinter hier auf Bahn 4 misst sich im Finale mit Topstars aus Brasilien. Einer von ihnen gewinnt, Derek Silva. Fuchs jubelt in 10:32 über eine neue persönliche Bestzeit. Bei den Damen verpasst Alexandra Todd hier die zweite von links als vierte knapp das Podest. Einen rot-weiß-roten Heimsieg gibt es im Speerwurf zu bejubeln. Viktoria Hudson triumphiert mit 58,07 Meter überlegen. Außerdem bekommen die Fans in St. Pölten ein hochkarätiges Kugelstoßen geboten. Der Pole Konrad Bukowiecki schafft es auf überragende 21,70 Meter. Nur eine von zahlreichen Topleistungen, die auch heuer wieder in St. Pölten geboten worden sind. Die Freiluftsaison ist eröffnet.